Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Ich möchte mit euch heute das Volumen von einem Prisma berechnen. Hier habe ich ein Prisma gezeichnet und damit wir uns das Ganze besser vorstellen können, seht ihr hier erstmal die Grundfläche. Die Grundfläche von diesem Körper ist ein Dreieck. Das ist gleich ganz wichtig. Und jetzt seht ihr den ganzen Körper. Im Zeichnen bin ich nicht so begabt, aber dafür kann ich es ganz anständig erklären. Und als erstes müssen wir wissen, die Formel. So, das Volumen vom Prisma ist erstmal nichts anderes als G mal H. Das gilt übrigens für ganz viele Körper. Das Entscheidende ist also Grundfläche mal Höhe. Und jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen auseinandernehmen. Weil in unserem Fall hier die Grundfläche von diesem Prisma ein Dreieck ist, also ein Dreiecksprisma, heißt die Formel dann aufgeteilt, das Volumen vom Prisma ist dann G mal H durch 2, das ist die Flächenformel vom Dreieck, und das Ganze dann mal die Höhe vom Körper. Also eigentlich müssten wir hier HK schreiben. Und das hier ist die Höhe vom Dreieck. So, und jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch einsetzen. Also, Volumen vom Prisma. G ist die Grundseite, in unserem Fall 6 cm, also das Grüne, 6 cm mal die Höhe, 4 cm und das Ganze geteilt durch 2 und das Ganze noch mal die Höhe vom Körper, in diesem Fall 5 cm. So, jetzt machen wir einen Zwischenschritt. Das Volumen vom Prisma ist also 6 mal 4. Klar, können wir im Kopf, sind 24, geteilt durch 2 sind 12. Zentimeter mal Zentimeter sind Zentimeter zum Quadrat mal 5 Zentimeter. Und jetzt kommt der letzte Schritt und dann sind wir schon fertig. 12 mal 5 sind 50, sind 60. Zentimeter zum Quadrat mal Zentimeter sind Zentimeter hoch 3. Also Kubikzentimeter. Und jetzt haben wir das Volumen von diesem Dreiecksprisma ausgerechnet. Wichtig ist, passt auf, dass ihr mit den zwei Höhen nicht durcheinander kommt. HK ist in der Regel die Höhe vom Körper, in unserem Fall hier 5 cm. Und die kleine Höhe, die meistens nur mit H oder mit H von der Grundfläche oder H vom Dreieck beschriftet wird, das ist diese hier. Am besten macht ihr euch da verschiedene Farben, damit ihr gar nicht durcheinander kommt. Sonst ist der Weg immer gleich. Erst die Grundseite oder in dem Fall die Grundfläche berechnen und dann mal die Höhe. Und achtet immer darauf, dass ihr die Maßeinheiten mitnehmt, dann kommt ihr beim Zusammenrechnen nachher nämlich automatisch auf hoch 3. Und wenn ihr das Volumen berechnet und am Ende hoch 3 rauskommt, dann habt ihr zumindest bei den Maßeinheiten alles richtig gemacht. So, und jetzt wisst ihr, wie man das Volumen von einem Prisma berechnet. Okay, das war's.